Im Festspielhaus Hellerau macht mein Klassenkamerad Valentin zurzeit sein Praktikum. Er wird es uns heute wortwörtlich von unten bis oben zeigen und interessante Fakten über die Technik näherbringen. Ich konnte einige beeindruckende kleine und große Räume sehen, die alle ihre Wichtigkeit hatten. Hinter den Kulissen kann es manchmal sogar noch spannender sein. Was sind denn deine Aufgaben hier im Festspielhaus Hellerau? Also es ist sehr unterschiedlich, weil ich habe halt, also es, das Ding ist, dass hier im Festspielhaus, es gibt nur 3 festangestellte Leute. Deswegen ist ganz selten sind nur alle da und deswegen gucke ich halt Tag zu Tag, wen ich da ansprechen kann und wem ich helfen kann. Und wenn in der ersten Woche zum Beispiel war ich beim Lichtchef und habe bei den Lampen geholfen. In der zweiten habe ich hier irgendwelche anderen Künstler und so unterstützt. Und je nachdem, wenn jetzt Veranstaltungen sind, dann unterstütze ich die Leute hier beim Bühnenaufbau und so weiter. Also das hängt halt je nachdem halt ab, was pro Tag abläuft und wer überhaupt da ist. Auf dem Gelände gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel den sogenannten Golgi-Park hinter dem Haus. Ein Garten angelegt und gepflegt von Geflüchteten. Oder Denkmäler und Kunstwerke, die einfach neugierig machen. Nun geht es jedoch unter das Gelände. Auf einem überdimensionalen Fahrstuhl beginnt nun unsere Führung durch Beleuchtungstechnik, Orchestergraben und Foliensammlung. Hier ist der Orchestergraben, wo, wenn es mal Aufführungen oder so gibt, wofür man so ein Orchester benötigt oder so, dann kann man hier das abschrauben. Dann setzt sich hier das Orchester rein und spielt das, was wir halt machen. Und ansonsten lagern sich halt Tische, Stühle und sowas hier. Hier sind wir im Filterraum. Der ist klein, aber mit viel Inhalt, weil hier gibt es die verschiedensten Farbfilter, also die man vor eine Lampe dann spannt und dann das gibt dann halt das gewünschte Licht. Hier haben wir noch lange nicht alle, die es gibt. Also es sind hier, glaube ich, 200 verschiedene oder so. Von 1800 ungefähr. Hier lagern sich eben die Lampen, die jetzt nicht direkt oben im Dach sind. Wenn man jetzt hier extra noch was braucht, holt man sich die hier. Und die letzten Wochen stand vor allem bei den Lichtleuten die Arbeit daraus, die alle zu prüfen. Also das war so Inventurarbeit. Man hatte halt Lampen und musste die alle überprüfen, ob die funktionieren und so. Und hier sind halt zum Beispiel welche, wo irgendwelche Fehler sind, die halt entweder repariert werden müssen oder die einfach kaputt sind. Nach dieser Führung durch die Tiefen geht es nun nach der etwas anderen Fahrstuhlfahrt steil, ein bisschen wie einer Kirche, die Treppe hoch auf zur letzten Station. Hier befinden wir uns im Dach über der Bühne, wo die ganze Bühnentechnik und das Licht stattfindet. Und je nachdem, was sowas erwartet wird von der ehemaligen Aufführung, werden hier die Lampen eingehangen. Und wir befinden uns halt hier 12 Meter über der Bühne. Und wenn es andere Anforderungen gibt von der Höhe der Lampen, dann werden so Trassen, das sind diese bekannten auch von Konzerten, die werden dann in der gewünschten Höhe eingehängt.